Nils Welzin hat seine Mutter zu Besuch beim Familientag in der Hagenower Kaserne. Rekruten zeigen, wie sie die vergangenen 10 Wochen verbracht haben. 131 freiwillige junge Männer und Frauen werden heute ihr Gelöbnis ablegen. Der Schrank ist tipptopp. Der ist tipptopp, das muss ich sagen. Dafür hat es sich schon gelohnt, dass er zur Bundeswehr gegangen ist. Für den 20-jährigen Nordrhein-Westfalen und seine Mutter eine völlig neue Welt. Bis Anfang Februar hatten sie keine Berührung mit der Armee. Nils hatte sich nach dem Fachabitur im Bereich Computer und IT versucht. Zu Hause habe ich mich ein bisschen distanziert von den Leuten, auch ein bisschen alleine einfach gemacht. Und dann, um das zu ändern, das wollte ich auch, kam ich hierher. Und hier lebt man halt eng an eng mit so vielen Leuten und alle kommen unterschiedliche Gegenden und unterschiedliche Geschichten. Und das alles mitzunehmen, ist einfach toll. Das Gelöbnis, der Höhepunkt der Grundausbildung. Rekruten aus Hagenow und Havelberg sind angetreten. Sie geloben, das Recht und die Freiheit zu verteidigen und auch, wenn nicht direkt über den Krieg Russlands in der Ukraine gesprochen wird, natürlich spielt er auch hier eine Rolle. Die wahre Bedeutung von Recht und Freiheit erschließt sich aber ebenfalls schnell, wenn wir über die Grenzen unseres Staates hinausblicken. In Länder und Regionen, wo diese Begriffe keine Selbstverständlichkeit sind oder wo sie gar mit Füßen getreten werden. Diese Länder sind manchmal gar nicht so weit weg, sondern bedenklich nah. Die weltpolitische Lage ist heute eine andere als zum Start der Ausbildung. Darüber reden die Rekruten untereinander, wie auch mit ihren Familien. Die hat sich schon geändert, aber ich kann dazu sagen, dass ich total stolz bin, dass er freiwillig dann eben zu der Bundeswehr gegangen ist und eben unser Land dann auch in dem Sinne verteidigt und auch beschützt. Als freiwillig Wehrdienstleistender wird Nils nicht in den Auslandseinsatz geschickt. Ob er sich länger verpflichtet, will er in den nächsten Monaten entscheiden.